Like my Dutch, then start to drift. Moin, so, ja. Heute haben wir eine kleine, mehr oder weniger Sammelbestellung von Gearbest gekriegt. So eine kleine Überraschungsbox, ja. Und ja. Die machen wir doch mal direkt auf, da sind verschiedene Artikel drin, die aus Bereich Lifestyle und Technik und mehr. Da bin ich mal aber ziemlich gespannt, da kann man da mal reinsehen. Heute haben wir nicht Technik, heute haben wir nicht was Bestimmtes, deswegen gucken wir einfach mal rein, was wir so haben. Wie gesagt, eine Sammelbestellung, daher bin ich ziemlich gespannt, was wir so haben. Nummer 1, wir haben hier Handschuhe für 63 Cent. Ja, das ist ein Paket mit Handschuhen, ja. Größe XXL. Okay. Interessant. Dann geht's weiter. Ich muss hier mal eine Seite noch ein bisschen aufschneiden, glaube ich. Wenn wir hier mal ein bisschen mehr Freiraum haben. Dann haben wir hier ein kleines Pappdingen. Silver Grey. Wie gesagt, das ist eine kleine Überraschungskiste für. Lass mich nicht lügen. Kleine Überraschungskiste für 4,96 €. Dann haben wir hier einfach mal Schumpelstellen. Man kennt das ja. Eine Wetterstation. Ja, guck mal. Ja, also das ist jetzt wie gesagt so eine 4,80 € oder so eine 5-Euro-Box war es. Ne? Wir haben hier eine kleine Wetterstation. Okay. Ja. Dann haben wir hier ein rotes Ding. Sagt euch wahrscheinlich nichts, aber wir denken mal drüber nach. Wir haben einen Topf und kochen gerade Kartoffeln. Haben wir hier ein kleines Silikonteil. Das wird so in den Kochtopf eingespannt. Also so rum, ja. Und dann könnt ihr hier das so in den Topf stecken und dann könnt ihr so abgießen. Hier wieder fallen Kartoffeln raus. Dennoch läuft hier unten das Wasser ab. Kleine, aber sehr nützliche Spielerei für den Alltag. Wie gesagt, ja, alles so kleine nützliche Gadgets und hier haben wir auch was Cooles. Erkennt jetzt keiner, oder? Aber ihr kennt doch alle Suppenlöffel oder beziehungsweise diese kleinen Suppenkellen, ja? Und das hier ist mit Füßen, das nämlich abstellbar ist im Loch Ness Modus. Diese könnt ihr auch hier mit dem Finger zum Beispiel runterpacken und dann dadurch, dass man den Finger reinziehen kann, vernünftig durchziehen und im Topf, wie gesagt, auch abstellen. Eieieiei. Da kommt ja ein Scheiß heute an. Aber gut, besser als gar kein Paket. Dann geht's hier weiter mit. Was haben wir hier? Das hier, auch sehr interessant. Ein Sekt und Wein Flaschengedönse. Da auch aus Silikon, deswegen besser einsetzbar. Und wenn man etwas Unterdruck hier erzeugt, trotzdem dicht und hält auch Kohlensäure stand. Was dann alles ein Scheiß drin, du? Dann haben wir nochmal hier so ein nässige Dönse. Dann haben wir hier, ja, noch so zwei Hoodies. Stofftechnisch, voll Polyester. Einmal schwarz, einmal weiß, auch ein XXL. Ich trage ja ein XXL, bin ja auch mal dicht, ne? Und dann haben wir noch, ja, sowas. Ach, dann haben wir hier. Das ist eine sehr interessante Sache, die habe ich bestellt, dazu kommen wir gleich. Dann haben wir hier noch das hier. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Sachen angesehen, die da drin sein können, aber nicht müssen. Das sagt mir jetzt gar nichts. Machen wir das mal auf. Ah, jetzt, okay, jetzt verstehe ich. Wir haben nämlich hier, das ist wie so ein Zelt und in der Mitte haben wir hier ein Loch. Ja, das heißt, du hast hier so eine Art, wie man sieht, ja rundherum einmal so ein Schirm und in der Mitte ist das Loch. Und wenn man sich die Haare schneiden lässt, ne, wenn man sich die Haare schneiden lässt, hast du hier den Kopf durch und rundherum fängt die Haare auf. Wie so ein Klappzelt, was man ja von Dingens kennt hier mit so einem Spanngedöns. Und dann aber das hier noch, das fand ich sehr interessant. Das sind nämlich so mehr oder weniger kleine Klebeflächen. Und diese kleinen Klebeflächen
Können wir jetzt hier gucken. Machen wir mal kurz aus. Haben wir hier diese kleinen Klebeflächen, diese kleinen gelben Dingelchen. Ja? Ja. Fickerig hier. Primelig. Dann haben wir hier die. Können wir hinten abziehen. Und haben hier dann, wie gesagt, wie man sieht, die Klebestoffzelle. Und hier haben wir dann eine Art Spiegelfunktion und können uns das beliebig, wie wir möchten, können wir dann mehr oder weniger eine Art Mosaikspiegel damit aufbauen und können uns das die Wand entlang, den Tisch entlang, wie wir das wollen, wie man auch sieht, mit einem Flip-Flop-Effekt, also ein Spiegel mit Flip-Flop-Effekt dann noch, verschiedene Dinge und können uns das, wie gesagt, passend an die Wand kleben. Ist eine coole Sache. Wer es braucht. Ja, das war es eigentlich schon. Also das war jetzt einfach nur zum Test. So ein 5-Euro-Paket vom Gearbest bestellt. Bin mal gespannt, wann meine Technik-Sachen kommen. Da warte ich nämlich wie ein Tier drauf. Ihr habt gesehen, ein paar kleine lustige Spielereien bei. Beziehungsweise ein paar kleine technische Kniften, könnte man so sagen. Die eigentlich schon interessant sind. Also für mich sowieso. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, für 5 Euro hat man hier aber auch was in der Hand. Beziehungsweise in der Tasche. Die Wetterstation, die ist für draußen, weil wie gesagt, einen Balkon habe ich jetzt ungefähr seit ein paar Monaten erst und ich habe gar keine Wetterstation und so draußen gehabt, habe ich mir gedacht, dann nimmst du das alles hier mit und für so ein 5-Euro-Paket ist das sehr nett und auch durchaus brauchbar. In diesem Sinne würde ich mal sagen, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wo wir dann irgendwas Sinnvolles testen. In diesem Sinne, ich räume den Müll erstmal weg.